Hallo, da ist Europabox 28 wieder zurück zu GTA Online. Wir machen da wieder die Spieleliste weiter. Spielliste, was liest da? 2 von 6, das ist das zweite Rana. Wer das letzte Video nicht gesehen hat, selber schuld. Naja, Spaß. Ah, die Spielliste geht mir jetzt schon auf den Sack. Ich bin die ganze Zeit nur mit dem Motorrad am Fahren. Mit dem Motorrad am Fahren. Und das ist ein bisschen kacke. Aber wir werden das ja schon schaffen, irgendwie. Ich denke, die Spielliste da wird noch beschissen. Also. Das Rennen da wird noch witziger sein. Weil das ist die steuerte Kanalisation. Ich habe einen Wegpunkt unten sitzen. Können wir so ein U-Bahn-Rennen könnte ich mal machen. Wo einfach alle U-Bahn, die nun bei der U-Bahn durchgehen, das wäre halt richtig nice. Ich hoffe es wenigstens, dass ich das mal ins Ziel komme und dann instant wieder stirbt. Oder nicht ins Ziel komme, weil liegen so hinter der Jump ist, so wie da. Da darfst du eben auch nicht zu viel Gas geben, sonst schlägt das Grind irgendwo. Hoffen wir einfach, dass der Zug da nirgends kommt, sonst haben wir. Nein, das ist der Weg, den man in die Mission hat müssen fahren. Jetzt kommt man, glaube ich, dort oben bei der Autobahn dann raus, ist das richtig. Ja, dort wäre ich eh nicht lebendig raus. Dem her. So, wir sind 4 von 8. Das ist knapp gewesen. Das war knapp. Was ist so ein 1 von 8? Wieso denn das? Plötzlich. Ich bin jetzt schon Profi geworden. Zum Glück hat der Verkehr ausgeschaut. Wieso setzt er so viele Wegpunkte? Und da jetzt irgendwo ein Monster-Jump oder hat er das nochmal gemacht, weil er auf die Fresse fliegt? Und dann schnell wie der Spawner. Oh, hier steht. 4 Minuten Video. Jetzt schaffen wir 2 oder 3 Rennen in das Video jetzt packen, nicht so wie beim letzten Mal. Was macht der? Der bleibt einfach stehen. Er bleibt einfach stehen. Er bleibt einfach stehen. Er macht doch etwas. So Leute habe ich gern. Leute, die inaktiv sind. Die haben wir ganz gern. Du hättest so viel können erreichen, aber nein, du verkackst es. 7000 geht ja noch. Schau mal, wie viel EP das man bekommt. 2000. Da der Stinkefinger auch. So, jetzt drücke ich auf Weiter, ich will nämlich zocken. Bin 4. in der Spielliste. Das wird noch knapp. Was macht denn dort unten die Passanten mit dem Zeug? Die randalieren ja voll ab. Zum Glück habe ich das Radio ausgestellt, wegen dem muss ich euch Scheiße nicht hören. Ah, mit Verkehr. 60 Kilometer, das ist ja easy. Ist die neue noch nicht drin?
Und fahren wir mit dem Centorno. Drücken mal bitte parat. Da darf es hinterste Stadt, ist ja nicht von dir. Schade, ich habe keinen Turbostab. Die Leute habe ich auch gerne, die die ganze Nummer wegrammen. Nur der Vorteil ist, die ganze Zeit wegrammen. Die, die vorne sind, sind halt vorne. Und schau, der Spasti, der will mich auch wegrammen. Ein Widenschatt kannst du haben, aber mir. Ey, du verfickte Hure, du! So Leute solltest du auch bannen können. Instant. Wir sind alle nicht perfekt. Ey, hört doch auf mal rammen, ihr Spastis! Also Leute sind auch behindert. Kollision ausstellen und dann ist alles prima. Ich habe Need for Speed und allen Renngames so. Weil du das Rennen fährst, dann kommen die Spastis und rammen die ganze Zeit einem weg. So wie der Mongo oder Windschalter ausschalten ist noch besser. Dann können sie nicht so schnell aufholen oder aufholen aus. Ein Windschalter aus. Dann haben sie nämlich alles schwieriger. Ha! Checkpoint haben wir noch. Schau die Missgeburt an, schau ihn doch an, schau ihn an. Was für ein unfairer Arschficker, Mann, mit seinem scheiß Ad. Nur weil er scheiße fährt, weißt du? Ich mach gar nicht, der fährt einfach in mich hier, weißt du? Was für ein hoher Arschloch. Ich habe einen Adder, ich muss gewinnen, ich bin eine Missgeburt. Und fick dich einfach. So Leute sind einfach kleine Kiddies, die meinen, komm GTA, ich muss halt dich wegrammen, ich bin Missgeburt. Jetzt freut er sich ein Keks, weil er erste ist, weißt du? Ah, das ist ein geiler Zielsprung, ja. Das war very nice gewesen. Das Geile wäre, wenn es da einer gegen den Baum knallt, dass er explodieren würde, das wäre witzig. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, bye bye.